Obwohl Schalke erst zum zweiten Mal in Katar zum Trainingslager ist, ist die Verbindung des Clubs zu dem Land schon etwas Besonderes. So besuchten drei Spieler des Vereins die German International School in Doha. Knapp 150 Schüler aus 10 Nationen werden hier unterrichtet. Und die hatten natürlich viele Fragen an die Stars. Wie lange trainiert ihr so? Also täglich? Ja, jetzt in der Vorbereitung hier, gerade im Trainingslager, ist es natürlich schon ein bisschen anstrengender. Da trainieren wir, am ersten Tag haben wir, glaube ich, dreimal trainiert am Tag. Und sonst meistens zweimal jetzt. Wer ist der Beste aus der Mannschaft? Ich würde sagen, eben, wir waren sehr diplomatisch bis jetzt und da sind eigentlich alle gleich gut. Obwohl Jule schon sehr, sehr gut ist. Ja, aber Kilo. Danach zeigten Tranquilo, Max und Jule noch einen kleinen Teil ihres Könnens, ehe zur großen Autogrammjagd geblasen wurde. Gerade für den 17-jährigen Max Meyer steht aber fest, besser als Schule ist... Lieber im Trainingslager. Es ist deutlich angenehmer zu trainieren mit der Mannschaft und die Kinder hier glücklich zu sehen, wenn man hier Autogramme schreiben kann. Super. Mit der Überreichung von Autogramm-Shirts der Fußball-AG ging der Nachmittag in der Deutschen Internationalen Schule von Doha zu Ende. Und eines ist sicher, die Spieler haben hier in Doha einige neue Fanherzen erobern können.